Ich heiße Sie herzlichst willkommen zu diesem Erklärvideo über den Naturalismus von Jeff und mir. Wir haben dieses Video in 6 Punkte unterteilt. Diese sehen Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm. Wir beginnen mit dem ersten Punkt, der Definition. Der Begriff Naturalismus leitet sich vom lateinischen Wort natura, Natur, ab. Diese Strömung in der Literatur entstand zwischen 1870 und 1900 in Deutschland. Eine detaillierte Beschreibung der Wirklichkeit ist Hauptbestandteil des Naturalismus, welche durch die menschlichen Sinneseindrücke wie Sehen oder Hören aufgenommen wurden. Ziel dieser Strömung war eine objektive Darstellung der Realität anhand eines materialistischen Menschenbildes und naturwissenschaftlichen Methoden für ihre Kunst. Kommen wir zu unserem zweiten Punkt, den Merkmalen. Das erste Merkmal ist die Verwissenschaftlichung der Kunst durch ein Weltbild ohne das Jenseits und neuen Erkenntnissen in den Bereichen der Technik, Industrie, Medizin und Psychologie. Zudem spaltet der industrielle Wachstum die Gesellschaft in Unternehmer und Arbeiter und der Kapitalismus vom Sozialismus. Im Naturalismus protestiert man gegen die traditionelle Form der Kunst und fordert eine Verwissenschaftlichung der Kunst. Im Gegensatz zum Realismus nehmen die Naturalisten Methoden aus den verschiedensten naturwissenschaftlichen Bereichen zum Vorbild. Ein Beispiel hierfür ist der Experimentalroman von Emil Zola. Im Bereich des Theaters bekommt das Milieu eine ganz neue Bedeutungsebene. Jedes kleinste Detail des Milieus charakterisiert das Handeln der Figuren. Daraus erfolgt der Sekundenstil, was eine Technik ist, um die Wirklichkeit zu kopieren. Dies bedeutet, dass jede kleine Geste punktgenau aufgezeichnet wird, ebenfalls wird jedes Stammeln oder Stöhnen aufgeschrieben. Ein weiteres Merkmal ist die Darstellung des Hässlichen. Alltagsszenen in Fabriken, Kneipen oder Hinterhöfen werden mitsamt ihres Elends inszeniert. Die Naturalisten stießen damit auf Widerstand beim Kaiser sowie beim Bürgertum. Zudem strebten die Naturalisten nach einer Modernisierung der Literatur, nachdem bereits alle anderen Lebensbereiche vorangeschritten waren. Kommen wir jetzt zu einigen markanten Fakten über den Naturalismus. Der Naturalismus fand zum Zeitalter der Industrialisierung statt, das heißt, dass dieser Umschwung parallel zu der Verstädterung lief. Diese Zeit bat eine große gesellschaftliche Veränderung, dadurch, dass man mit ersten Maschinen arbeitete, anstatt nur mit den Händen, was ganz neue Arbeitsstellen kreierte. Außerdem war der Naturalismus stark durch den Positivismus geprägt. Wichtig anzumerken hierbei ist, dass der Positivismus nichts mit dem deutschen Positiv zu tun hat, sondern bedeutet, dass man sich nur auf das Wesentliche konzentriert. Also auf die Themen, die man wissenschaftlich und logisch nachweisen kann. Man vermeidet also, von der Realität abzuschweifen. Ein weiteres Event, wenn man so will, war die Veröffentlichung der Evolutionstheorie, worauf ich aber nicht größer eingehen möchte, da man darüber mehr reden müsste, als wir in diesem Video Zeit haben. Es gibt also ein weiteres Ereignis, das die damalige Gesellschaft sehr stark geprägt und natürlich auch verändert hat. Der bekannteste Vertreter des Naturalismus war zweifellos Emil Zola, ein Mann, an dem man beim Naturalismus nicht vorbeikommt. Er war ein Mann der Taten, der sich nicht nur für sich selbst und seine Sichtweisen einsetzte, sondern auch gegen das Unrecht, was so manch armen Bürger das Leben verschwerte, weshalb er schlussendlich auch für ein Jahr im Exil in London war. Aber genug um den heißen Brei herumgesprochen. Der Naturalismus ist eine Epoche, die die Realität so wiedergibt, wie sie vorzufinden ist. Das heißt ohne Verschönerungen oder sonstigen Schnickschnack, sondern genau so, wie sie nun mal ist. Daher ist sie auch ideal dafür geeignet, zu kritisieren, weil sie die Missstände so zeigt, wie sie sind und nicht wie in anderen Epochen verschönert. Kommen wir zu unserem vierten Punkt, den Formen. Es gibt 3 verschiedene Formen, das Drama, das Prosa und die Lyrik. Das Drama hatte den wichtigsten Stellenwert im Naturalismus. Im Zentrum stand die charakterliche Darstellung der Protagonisten und nicht die Handlung des Stücks. Die benutzten Attribute wurden genau betrachtet, um die Echtheit der Darstellung zu unterstreichen. Die zweite Form ist das Prosa, welches oft in Novellen oder Skizzen verwendet wurde. Hinzu kommt der oben genannte Sekundenstil und der innere Monolog, um die Realität möglichst genau darzustellen. Die Lyrik des Naturalismus widmet sich den Problemen des Großstadtlebens. Das Elend der Stadt wird thematisiert. Zu
Zudem haben die naturalistischen Gedichte keine Metrik und keine Reimform. Eine Neuerung in der Lyrik ist die Mittelakzentrierung. Dies ist lediglich der Fakt, dass das Gedicht zentriert gedruckt wurde. Hier sehen Sie eine Liste der wichtigsten Vertreter und Werke. Max Halbe, Jugend. Clara Wiebig, Die Dilettanten des Lebens. Arno Holz, Das Buch der Zeit. Gerhard Hauptmann, Die Weber. Johannes Schlaf mit Arno Holz, Papa Hamlet. Hermann Sudermann, Frau Sorge. Karl Schönherr, Der Judas von Tirol. Und Georg Hirschfeld, Die Mütter. Da wir uns jetzt auch schon dem Ende nähern, haben wir das Textbeispiel J'accuse von Emile Zola vorbereitet. J'accuse ist ein offener Brief an den damaligen Präsidenten, um ihn über die wahren Hintergründe der Dreyfus-Affäre zu informieren. Er erschien in 1898 in der Tageszeitung L'Aurore und sorgte für einen politischen Skandal. In diesem Brief geht es um juristische Fehlleistungen und die Inkompetenz verschiedener Majore der Justiz. Emile Zola schrieb mehrere Werke, darunter auch J'accuse, im Deutschen Ich klage an. Hierbei spielte er eine sehr wichtige Rolle zur Rehabilitierung eines französischen Offiziers, der nach seiner Verurteilung wegen Landesverrats ins Exil geschickt wurde. Nur dank J'accuse von Emile Zola konnte er wieder rehabilitiert werden. Des Weiteren schrieb er sehr viele Zyklen, wie zum Beispiel die Rougeur Macquart. Hierbei handelt es sich um 20 verschiedene Bänder, weshalb ich auf keins näher eingehen kann. Im Großen und Ganzen kann man jedoch sagen, dass Emile Zola sich immer auf die Unterschicht bezog und sich auch für diese einsetzte, was ihn und vor allem den Naturalismus ausmacht. Zola bewirkte mit diesem Brief eine Spaltung Frankreichs in zwei Lager, die nationalistisch-klerikalen Militärs und die liberal-bürgerlichen Intellektuellen. Nach jahrelangen auch gewalttätigen Auseinandersetzungen konnten sich die Liberalen in den Parlamentswahlen von 1902 durchsetzen. Dies hat die bis heute bestehende laizistische Verfassung Frankreichs zur Folge. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Hier sehen Sie noch die Quellen der Bilder.